Ringe. Achtung, Achtung, alle Mann an Deck, es geht weiter mit Cosmut hier. Hier ist die ARD Lancelot und die unbedeutende AHD Blödrad. Sogar mit Logo drauf. Eine Meisterleistung, genau, dafür, nur für euch. Naja, Meisterleistung, es ist mindere Gültigkeitsarbeit. Wenn ich es gemacht hätte, dann wäre es du weißt, was ich meine. Wir fliegen ins nächste System. Los geht's, Sprung einleiten. Einleiten. Du zuerst. Das ist viel zu gefährlich sonst. Wie sprich ich denn nochmal? Aufs Universum und dann... Ach ja. Achso, rechts liegen, genau. Ach, Hypersprung wird eingeleitet? Da steht, er wird eingeleitet. Genau, jetzt. Oh. Wir müssen das Ding rechts klicken. Nee, ich kann nicht. Ich habe zu wenig Treibstoff, steht da. Ich glaube, ich muss noch so ein Ding bauen. Ich bin zu groß. Ich bin zu mächtig, meine ich. Ich bin so mächtig. Der Mächtigste. El Mächti. Ja, machen wir so. Ach komm, du hast jetzt mitgebaut. Geht das doch? Mitbauen tun. Ach, bauen. Okay, so. Aber nicht Ressourcen. Bleibe statisch, starte. Bleibe. Du musst starten. Drück mal starten. Bei mir steht bleiben, aber ich will ja gar nicht bleiben. Doch, das geht. Hä? Ich dachte, man kann die. Nee. Ich bin auf der Reise. Bist du jetzt auf Reise oder? Ah, jetzt. Ich bin. Oh, ich wusste gar nicht, dass es geht. Ich dachte, es geht nicht. Was geht nicht? Dass man. Dass jeder ein verschiedenes System sein kann. Ach so. Okay, du bist jetzt da? Ich bin jetzt da. Du musst dieses riesen Ding rechts klicken. Ach so. Nee, ich bin... Du musst jetzt mal mit Ja stimmen. Ich bin jetzt bei dir alleine, ohne mein Raumschiff. Weil ich bin irgendwie auf Bleibe... Mach doch mal hier Ja stimmen. Ja. So fliege ich jetzt zurück. Nee. Du musst nur auf das System klicken. Ich glaube, du... Man kann nur ein System haben, aber die Raumschiffe können verteilt sein. Ah, kann ich nur umplanen, so rüber. Ja. Ich glaube, ich muss alles gut. Sonst geht's nicht. Ja, okay, dann flieg zurück. Ich habe irgendwas falsch gedrückt, glaube ich. Du warst nicht bereit und ich habe Start gedrückt. Ja, ich will, aber ich habe drauf gedrückt, komisch. Da fliegen wir jetzt zurück. Ja, ich weiß nicht, fliegt da irgendwas? Ich kann nichts sehen. Bei mir steht abstimmen. Geh mal auf die Galaxiekarte. Siehst du irgendwas mit abstimmen, wenn du auf das neue System doppelklickst? Mach einfach mal einen Doppelklick drauf. Auf das System, passiert, wo wir hergekommen sind. Ja, passiert nichts. Okay. Ich kann auch jetzt hier nicht mehr raus. Hypersprung abbrechen. Mach mal Hypersprung abbrechen. Abbrechen. Ich glaube, wir müssen nochmal laden. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es kaputt gemacht. Du hast es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Ich glaube, er wartet auf dein Schiff, aber dein Schiff existiert nicht. Doch, es ist noch am anderen... Ich habe keine Ahnung. Beziehungsstatus ist es kompliziert. Tau Fifina ist der weibliche Name von Fifiro. Das Fifiro-System. So, jetzt nochmal. So, die Route ist geplant. Meiner lädt auf.
Ich hatte vergessen, Rechtsklick auf das System zu machen, deswegen. Du hast echt genug. Ja. Pass auf, hier lernt ihr noch was. Ah, so, okay. Jetzt haben wir es. Und los geht's. Bereit. Sprung! Einleiten! Tau Lulipulli. 13 bis 15. Ach, das wird schon gehen. Ach, ein Kinderspiel. Nur Zurückflieger hier. So, dann zu Worogamo-Station. Wird das ein Spaß? Ich wette, wir kommen gar nicht an. Ist alles voll. Geh weg, du Lümmel! Aus dem Weg! Oh, kommt er auf uns zu? Guck mal, den können wir abfangen. Der fängt uns wahrscheinlich ab. Ja. Ich flieg mal weiter geradeaus. Okay, drauf zu. Angriff! Drauf zu. Angriffmanöver, Alter! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was ist denn das? Guck mal, ich glaube, ich komme mit dem Raketen nicht durch. Was ist das denn Geiles? Der braucht einen Namen, Chicken Wing oder so. Oh Mann, ey. Ja, ja, keine Ahnung. Wir schießen auf die linke. Ich hab keine Ahnung. Wir schießen irgendwo drauf. Dahinter zu kommen. Du hast nur Projektilwaffe, oder? Der fängt alles ab. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ich schaffe das. Ich hab so viel Projektilwaffen, keine Sorge. Natürlich, die kann ich nur. Ich bin gespannt, ob er wirklich alles abfangen kann. Die Frage ist, ob er drauf schießt. Ich darf auf jeden Fall nicht zu nah ran. Ja, mal gucken. Aber die gehen schnell kaputt, wenn ich Glück habe. Ich glaube, der erste ist jetzt gleich schon im Arsch. Nee. Sobald du ein Munitionslager hast, ist eine Kettenreaktion. Boom. Nee, ich glaube, der hat einen Schutzabteil dazwischen. Ja, hat er. Boah, der macht echt meine Kanonen. Cool. Aber er braucht schon gut viele Schüsse. Ja, Atomrakete fliegt. Ich glaube, die kommt durch, weil die ist ein bisschen besser gepanzert. Die hat viele Leben. Bam! Bam! Aber ist immer noch nicht genug Damage. Das hat sich gerade. Boah, ich bin durch! Er ist hoch, der Beste! Boah, Alter, guck mal, wie viel Damage da bei mir rankommt. Der schießt jetzt nur noch auf mich. Ich muss mal ein bisschen rückwärts fliegen hier vielleicht. Unterschätzt diese Flachs, die sind echt übel. Wo bleibst du, lahme Kröte? Ich bin so gut wie da. Ich werde geflackt. Weggeflackt. Nicht weggeflankt. Ja, los! Bis zum Kern. Noch viel weiter. Dann sind meine Gatlings schon am Schießen. Eine. Die zweite fährt aus. Oh mein Gott, ich kann nicht so sehen, so viele Explosionen sind da an meiner Links- und Rechtsbord. Alter. Nein, nein. Ja, Geschütze schießen. Wir haben aber keinen Nachlader, ich habe einfach kaum Personal. Scheiße. Die Großkanone ist echt teuer. Die eine Railgun kommt auf jeden Fall gut durch. Aber er schießt wenigstens. Oh Gott, er schießt da jetzt aufs Zentrum. Bam, noch einer weg, oder? Nee. Kanonen fahren aus. Kanonen fahren ein. Ja, kaum Nachlader. Ich mach mal auf 4. Boah, jetzt geht der durchs Zentrum durch. Ach du Scheiße. Ich sehe nur Rauch und Explosion. Tu was, Einrad.
Ich komme! Ich muss mich ein bisschen drehen. Setz dich vor mich. Ich glaube, das ist besser. Du musst dich zwischen mich und denen setzen. Ja! Linksbord hat er verloren! Setz dich vor euch! Rampengeschwindigkeit! Mopsgeschwindigkeit! Oh Gott! Ja. Jetzt ist es deine Show. Du musst auf den Gen. Ach, du bist dann durchschießen, okay. Ja, fast. Ja. Fast. Jetzt nicht nachladen. Jetzt. Nein. Nein. Jetzt haben wir eine Panzerung. Ich habe einfach die Raketen nicht mehr da. Ja, nachgeladen. Feuer frei. Du drehst aber falsch. Oder die Laser schießen drauf. Die könnten es noch packen. Drehen! Ja! Von der Breitseite! Ja! Boah! Alter! Der ganze Schrott von uns! Und von mir, also. Mann, du hast aber auch gut kassiert! Dein ganzes Lagerraum hinten hat sich aufgelöst! Tja, ein bisschen Schmunz immer. Ja, ich hab nicht mehr genug Spulen. Nicht? Nee. Ich muss mal hier gerade auf Spulen sammeln gehen. Ich weiß ja nicht, ob es dann genug ist. Aber umso größer sie werden, umso mehr Loot bekommen wir. Ja, genau. Und umso mehr Reparatur brauchen wir. Ach nein. Mit eurem grandiosen Design doch nicht. Ja, ja, ja. Achso, die haben die nicht geholt, deswegen. Okay, reicht immer noch nicht. Gut, wir müssen mal sammeln als andere. Nein, nein. So, ich flieg mal zur Station. Du brauchst ja mehr Material sowieso als ich. Ja. Ich versuche mal durchzukommen. Aber jetzt noch was vor uns. Das ist so eine, ich glaube, das ist so eine kleine Station, oder? Das ist schon. Ich glaube, das ja, ist so eine kleine. Neutrale Station. Lol. Wow. Ein bisschen gruselig. Hallo. Das ist das Imperium? Ja, haben die hier einen Außenposten oder was? Ich weiß es nicht, aber das sieht mir sehr stark nach Imperium aus, dieses Rot und Schwarz. Schöne Farben. Die besten Farben. Immer noch nicht genug Hyperspulen. Aber Atombomben sehe ich nicht. Doch, okay, okay. Boah, Alter. Aber die haben nichts gegen Reichweite, glaube ich. Aber die sind wahrscheinlich dazu da, an die Leute ranzufliegen. Wahrscheinlich mit so 20 Boostern. Welche? Das Superium. Die haben nur Laser. Und so. Haben sie? Ja, Laser also und Atombomben. Sehr viele auf Atomraketen. Oh Gott. Ja, also da waren viele Atomraketen dran. Kannst doch gucken, ist doch sichtbar. Oh Gott! Oh nein, Einrad! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Das sind nochmal 5 davon. Einer ist nichts, einer ist nochmal nichts. Das sind bestimmt alles nur Einser. Aber ich hab nichts. Oh.
Oh, ich kann zur Station springen. Das könnte funktionieren. Notsprung einleiten. Notsprung einleiten. Alarm. Oh Gott. Ich komme mir vor wie der Captain bei Fluch der Karibik. Nein. Sie kommen dich. Nein. Rechtsbordantrieb verloren. Linksbordantrieb verloren. Spring! Treiben. Der muss beide bereit machen? Das gibt's doch nicht. Du musst beide bereit machen. Boah. Ich... Meine Güte, ich kann auch gar nicht, ich kann nur... Nein! Ich kann auch gar nicht, ich hab auch gar nicht so viel Geld. Einrad, komm hier runter! Spring hier hin! Jawohl! Schrott! Sagst du das mal Geld? Ich hab's ab. Ich muss, hab's parkiert. Ich muss mir Schrott schicken. Du kommst zurück, ihr Lappen. Meine Güte. Sprung, Sprung. Sprung einleiten. Ja, das können wir auf jeden Fall gelten lassen. Es ist, ich wollte irgendwo hinfliegen, aber ich kann ja gar nicht. Also ich brauche... ja, keine Ahnung. Alles? Brauche ich eigentlich... Ja. Ich... Also, gib mir mal das. Und... Kann ich eigentlich eine Reparatur auch mit einem größeren Pinsel benutzen, wenn ich es manuell machen will? Nee, ne? Du kannst sagen, reparier möglichst viel mit Steuerung halt. Ah, okay. Ja, aber ich weiß da nicht, nach was er priorisiert. Guck mal, jetzt nee, ich breche mal ab, das kostet zu viel Geld. Ich weiß gar nicht, was kostet denn reparieren Geld? Nee, nur das Ressourcen kaufen, richtig? Du musst Ressourcen kaufen. Ja. Ich konzentriere mich mal auf den An... Oh nein, nicht in den Müll. Wie kann ich abbrechen, dass er was abreißen soll? Bin mir nicht sicher. Ich muss sehen, was abgebrochen. Ich will doch gar nicht. Okay, so. Das sind meine Antriebe hier. So, okay, ich mach mal so, dass ich mich manövrieren kann. Dann müssen wir zum Asteroidengürtel kommen und dann irgendwie... Ist ja direkt hier. Irgendwie selbst die Sachen fahren. Ja. Ich hab dir alles gegeben. Ziemlich. Ja, ich will hier weg von der Station, damit ich das Geld nicht nehme zum Reparieren. Ja. Boah. Ich konnte 60 Leute anheuern. Ich wusste gar nicht, dass wir direkt hier hinspringen konnten. Okay, konntest du? Ja. Boah, Alter, sind das Aufgaben. Ein Klacks für einen Tag Strategie. Monolith-Kooperative. Wer schießt denn hier? Oh Gott, die werden angegriffen, guck mal! Nein! Oh! Ein Rad, rette mich! Gott! Ich treibe den Weg! Ich explodiere schon! Ja, sehr gut! Explodiere für mich! Boah! Ach, wir können durch unseren Verbündeten schießen. Können wir?
Ja. Guck mal, er rudert ihn weg, Gott sei Dank. Ach, das sind Minen. Nee, das sind Crew. Guck mal, wie die Raketen drumherum fliegen. Oh nein. Hat die Station überhaupt keine Waffen? Ein paar Flaks. Nein, hat sie nicht. Was macht der da für ein Spektakel? Ich glaube, er ist leer. Er hat nur noch die Flaks. Er ist leer, sehr gut. Sachen einsammeln! Sachen eingesammelt! Sachen einsammeln! Meine Triebwerke nicht gerade repariert. Hä? Ich hab gar nicht gesagt, er soll das abreißen. Was soll das denn? Mann! Jetzt hat er das abgerissen. Ich flippe aus. So. Okay. Das wird nicht mehr. Ich sehe schon, was das für eine Folge hier wird. Komm nicht weg. Die ganze Station wegschieben. Boah, Alter, was sind das denn für Schiffe, Alter? Das kostet mich halt alles Geld hier. Okay, alle zurück. Okay, auf zum Asteroidengürtel. Auf zu neuen Taten. Ach, auf zum Mining. Wir können nichts. Guck, ich kann. Man treibt in eine Richtung. Man kann gar nicht mehr geradeaus fliegen. Ich komme euch zur Hilfe. Hey. Wie sieht das überhaupt von mit? Ist der schon da? Zerschossen und ausgeblutet. Okay. Ich weiß gar nicht, jetzt mal alles wieder abbauen. So, jetzt gucken wir mal. Was ist mit Steuerung? Was kann ich sagen, reparieren, so viel wie geht? Steuerung halten und unten rechts drauf drücken. Ah, okay, so. Machen wir mal. Dann kostet mich das Gott sei Dank kein Geld, weil das ist ja blöd an der Station. Ja, jetzt wird wenigstens die Panzerung wieder in Stand gesetzt und dann habe ich auch wieder Platz. Los, meine kleinen Bienchen! Ja. Mehr Eisen. Mehr alles. Mehr alles. So. Also. Ja, alles. Genau, sammel du mal Eisen und Kupfer. Am besten Kupfer. Und ich verarbeite das.
glaube, ich muss mal die, Ich sende es an euch. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen mehr Red Shirts reinsetzen. Ich brauche einfach jetzt mehr Red Shirts. Sehr schön, sehr schön. Mehr. Mehr. So. Noch mehr Reparado. Ich brauche insgesamt noch 3700 Metall, 330 Spulen und 360 Hyperspulen. Das kommt mir irgendwo bekannt vor. Ja, ne? Ich glaube, wir sind mir erstmal beschäftigt. Also, wenn man den Wirtschaftssimulator machen kann, dann kann man auch Schwefel abbauen und eine Wertsteigerung von 100% erzielen, aber es ist ein bisschen aufwendig. Oh Mann, ich muss meine Triebwerke reparieren. Oh, was ist, pass auf, wo du hinfliegst! Pass auf, wo du hinfliegst! Oh, nein, nein! Spring, spring, spring! Du musst den Sprung einleiten! Sprung einleiten! Drehen, aufladen, nein! Nicht drehen, einfach Sprung einleiten, oh Gott! Sprung einleiten! Komm, Energie hinbringen! Ja, mehr! Nein! Springen! Laden. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, ich habe einen Blechschaden. Nimm das Innere zählt. Welches Innere? Ja, ich meine, du hast diese Ersatzbrücke da hinten noch und den Mini-Kern und dann sind die noch gesprungen. Der Hyperraumsprung brennt schon. Ach ja. Ja, aber es macht doch auch mal was Neues. Einfach mal Survival. Ist das übel? Ja, aber die waren weit außerhalb ihrer Zone. Also, ne, so ist nicht, aber die, also, du warst noch nicht mal in der Nähe der Zone. Ja. Ne, die waren, glaube ich, immer noch da, wo ich weggesprungen bin. Ich baue jetzt Schwefel ab und produziere das um. Jeder Cent zählt. Ja. So, jetzt brauchen wir nochmal die Red Shirts. Doch alles benutzt wird. Ich mach nochmal ein Save. Weiß ja nie. Und nochmal Reparado. Reparado. Ja, sehr gut. Schwefel. Munition. Wenn die Raketen nochmal voll sind und so, dann geht alles andere nochmal schneller. Oh, zurückkommen. Ja, sie... Ja... Ich treibe umher. Pass auf. Wie weit können wir uns bewegen? Ich muss speichern. Oh, da unten ist Triebstahl, guck mal. Mach Platz! Oh,
Ich meine, da war ja nur ein großes Schiff, ne? Also, wenn wir, sobald wir wieder einen Tank sind, machen wir die weg. Ein Haufen Scheiß. Weil da oben ist noch echt viel Schrott. Aber der hat mich ausgehöhlt. Ja. Ich wollte nur... Ausgelutscht. Ich wollte ja nur springen. Das hat ihm schon gereicht. Ist Gold. Au! Was? Was? Nein, au! Okay, bring mich doch nicht so in Panik. Achso, au! Achso, Gold, au! Au! Mein Gehirn ist auf Panik gedrückt, ich kann nicht denken. Das Adrenalin. Ja. Also, wir begeben uns jetzt in ein naja, Gebiet. Es geht schon, es geht schon. Guck mal, da wird nämlich gekämpft, da fliegen ganz viele Neutrale rein und verschwinden vom Radar. Oh. Den Punkt musst du uns merken. Ja. Vielleicht, wir können ja mal so vorsichtig spionieren. Vielleicht ist er ja schon tot, aber dann wäre das Zeichen, glaube ich, weg, ne? Sind die jetzt eigentlich gehaltvoller, desto größer das Gebiet ist? Ja, ne? Die Asteroiden? Mhm. Ich glaube nicht. Nee. So groß mit, es könnte sein, dass, der Drop an großen Asteroiden höher wird. Ah. Zu einer Möglichkeit. Er kommt. Bereit machen! Achtung, macht euch bereit, Männer! Das wird die berühmteste Schlacht von allen! Wir werden siegreich sein! Wir werden siegreich sein! Alarmstufe rot! Wir sind ein bisschen mitgenommen, aber es wird schon werden, keine Sorge! Im Zweifel Ram. Das alte Manöver ausführen. Welches ist das alte Manöver? Es ist das, das, wo wir siegreich sind. Genau. Oh Gott. Es sind drei Deckgeschütze. Okay, wo schießen wir hin? Einrad, wo schießen wir hin? Einfach auf den Kern oder? Ja. Ja, schieß mal einfach auf den Kern. Wenn der Kern weg ist, dann ist alles weg. Ja, ich weiß. Ich bin nur ein bisschen langsam, ich kann halt nicht manövrieren. Er rammt dich, sehr gut! Bong. Boing. Nein, ich bin zu langsam. Frag mich mal, meine Raketen gehen alle in den Asteroiden. Meine Deckgeschütze sind auch noch nicht in... Ich schramm an ihm vorbei. Ja, aber deine Gatling hält halt, ist ganz nah dran, das ist gut. Weiter feuern! Ja! Kommt schon, Deckgeschütze, los! Ihr treibt halt immer weiter weg. Und kaputt. Hast du ihn? Nee, das ist noch ein Triebwerk. Ein Kern. Nein, meine. Achso. Versuch zu drehen. Ich versuch's, aber er drückt mich weg. Oh Gott. Ja, du schaffst es. Ja. Nee, jetzt. Nee. Okay, komm, wir laden mal. Wir können jetzt nicht nochmal sterben. Na gut, zu dem Ladeeffekt, Leute, sehen wir uns wieder. Nächste Folge bei Kosmotier. Es bleibt spannend. Ich habe jetzt ein paar Minuten länger gemacht, weil wir am Anfang so Probleme hatten mit dem Reisen. Aber ja. Bis zur nächsten Folge. Seid die Besten. Haut rein. Tschö.